Studierenden den Denkens darstellt, ob es well oder nicht, da werden wir jetzt genau erzählt bekommen. Ja, ich freue mich, eröffnen durfte, jetzt hier zum Abschluss, aber Abschluss ist ja immer so, dass die Leute gar keine Zeit mehr haben und wir haben zwar auch gelernt, Zeitverdichtungen zu machen und das möglichst knapp zu bringen. Der Leo hat schon eine radikale Reduktion von Strukturen inszeniert. Ich kann jetzt dort sozusagen nur weiterfahren, wo er sozusagen als Chiastiker selber weiterfahren wollte. Wie gesagt, ich übernehme nicht die Garantie, dass ich jetzt das erzählen kann, was der Leo erzählen wollte. Ich kann auch nicht auf alle diese philosophischen Probleme eingehen. Ich versuche sozusagen diese Bildhaftigkeit oder dieses, sagen wir mal, jetzt als Arbeitsbegriff Hyperbild zu transformieren in einen Hyperfilm oder Hypervideo, also hyperanimiertes Bild, also ein Bild allein, scheint mir zu wenig zu sein, um das darzustellen, was philosophisch auch einigermaßen brauchbar wäre. Die Hyperbilder im jetzt im technischen Sinn, meinetwegen jetzt gipfelnd, also jetzt einfach mal rein metaphorisch gesprochen, in diesen Feynman-Diagramms, sind natürlich rein physikalische und nicht philosophische Bilder. Das sind sozusagen, die kann man brauchen für eine mentale Abbildung, aber auch der physikalische, aber man kann nicht sagen, dass das, was man unter philosophischen, kreativen Welterschließenden Denken versteht, dass man das auf solche Bilder abbilden kann. Und der wichtigste strukturelle Grund ist eben der, dass diese Bilder statischer Natur sind. Aber es ist immerhin schon ein enormer Fortschritt, dass man überhaupt mit solchen Diagrammen arbeitet. Und wie ich da in ein paar kleinen Eingaben schon hingewiesen habe, ist die Quantenphysik heute, also die Formalisierung von quantenphysikalischen Prozessen, erst seit ganz kurzem dabei, solche Diagramme zu benutzen. Das Hauptproblem war bis dahin, dass die Kategorientheorie als ein Kalkül von vielen, also ich zeichne das jetzt alles nicht mehr an, von vielen Pfeilen eben nur serielle Komposition zulässt. Also es kommt eben eins nach dem anderen und dann kann man da alle diese Gesetzmäßigkeiten studieren. Und die parallelen Prozesse wurden immer als sekundär dann eingeführt. Das heißt, primär die Grundstruktur ist eben eine Kategorie von, was bedeutet, man hat quasi Objekte, Objekt ist ein ganz, ganz abstrakter Begriff, und man hat Verhältnisse, Relationen, Mappings oder eben Morphismen zwischen Objekten. Und jetzt kann man diese Morphismen verbinden, wobei der Endpunkt von dem einen Morphismus in irgendeiner ganz abstrakten Form zusammenpassen muss mit dem Anfang vom nächsten Morphismus. Und das reicht, um enorm viele Strukturen darzustellen, und das, was eben dann fehlt, wird sekundär eingeführt. Also was fehlt, ist natürlich die Parallelität, dass ich eben unabhängig voneinander solche seriellen Relationen darstellen kann. Und der Gegenbegriff von Komposition ist Juxtaposition. Und jetzt haben die Physikerinnen den Trick angefangen und gesagt, für uns ist das gleich ursprünglich, ist philosophisch gesprochen.
Es gibt eben Parallelprozesse und es gibt serielle Prozesse. Was die Mathematiker da machen, das ist zwar richtig, aber das sind abstrakte Kategorien. Wir machen zwar nicht konkrete Kategorien, aber sozusagen real-world angemessene Kategorien, also so semi-abstrakte. Und mit dem Trick ist es eben möglich, Parallelprozesse und serielle Prozesse darzustellen. Okay, also ich werde vielleicht das schon noch hinkriegen. Nicht warten. Ja. Was? Nicht warten. Nein, das ist nicht ganz so schlimm. Ich versuche mich ja auch zu reduzieren jetzt im Timing, weil ich habe dann, also das könnte jetzt vielleicht albern, weil ich das letzte Mal auch gesagt habe, man kann das alles online dann betrachten. Ich will es verdichten auf die Struktur. Also das Problem, das ich jetzt ein bisschen habe, ist, dass ich da etwa 150 Bildchen habe, weil ich mich ganz gründlich vorbereitet habe, um das wirklich fast wie eine Lecture anzubieten, weil die ganze Theorie relativ weit fortgeschritten ist. Also einmal die klassische Theorie von Parallelität, das ist natürlich das, was ich einfach übernehmen kann, aber jetzt kommt eben ein Spezialclou, auch diese Systeme, die durch Komposition und Juxtaposition, also auf Deutsch einfach parallel und seriell Strukturen definiert sind, sind definiert in einem Universum, das heißt in einer riesigen Menge, also eine überabzählbare Menge von Objekten, aber eben in einer und nur in einer. Also das heißt ja eben Universe oder Universum oder Univers, hat der Grothendieck eigentlich angeführt. Also das gibt ein, so wie ein Universe of Discourse, also ein riesiges Feld sozusagen von Objekten und Relationen oder Morphismen zwischen diesen Objekten, die eben deren Relationen seriell komponiert werden können oder parallel juxtaposiert können. Und diese ganze Kiste ist sozusagen eine Kontextur für mich. Und jetzt ist eben die Frage, wie ist es möglich, mehrere solcher Universes miteinander, also überhaupt zu definieren, und miteinander in eine neue Art, oder sagen wir jetzt mal Hypermorphismen oder Hyperrelation oder Relationalität zusammenzubringen. Und das ist eigentlich mein Job, das zu tun, und ich glaube, dass ich das sehr weit realisiert habe. Um das, okay, die Strategie, die Strategie, die ich bis dahin gefahren habe, ist die, dass ich, mit ganz vielen Pfeilen gearbeitet habe. Und das jetzt nur so als Beispiel. Also meine Arbeiten sind dort, wo ich nicht mathematisch vorgehe, also so quasi mathematisch-logisch vorgehe. Kannst du das meinetwegen einfach durch, kann man das durchgehen, einfach eins nach dem anderen hier, man braucht das ja nicht alles zu erklären, habe ich irrsinnig viele Pfeile gemacht und dann haben die Wissenschaftler eben gesagt, ja, also die Mathematiker, was sollen denn diese Pfeile, okay, bleiben wir dabei, danke. Und die Philosophen haben gesagt, ja, also was sind doch Pfeile, ja, also wir reden von Begriffen und Texten und so, und du kommst dann mit Pfeilen und dann noch in Farbe und also Quatschzeug. Ich habe in einem Gesprächsbeitrag auch schon gesagt, dass es eine ganz starke Tendenz gibt, mathematische Grundstücke.